Wollt ihr einen Vortrag? Wollt ihr einen Katzenvortrag? Na gut, deswegen habe ich nur eine Slide mit Katzen. Läuft die Kamera jetzt? Dann können wir ja loslegen. Ich erzähle euch ein bisschen was zum Pong Plus, MQTT und Node-RED. Liebe Raumzeitlaboranten, wir müssen reden. Die letzten Jahre waren geprägt von einem Button, der nicht funktionierte. Wo war der überhaupt? Der war bei Slowpoke in der Kiste. Nein. Also für alle die, die diesen Button noch nicht kennen, der hing mal da an der an den Balken und der war dafür da, wenn Leute über das IRC irgendwas auf den Ping gepingt haben, dann konnte man damit eine Antwort schicken. Es ging irgendwie so, man hat halt irgendwie kurz drauf gedrückt und die Antworten kamen dann auf dem Display und dann hat man lang drauf gedrückt und dann wurde die Antwort ins IRC geschickt. Ja, früher hing das Ding per USB an Mate. Mate ist unser kleiner Hausserver. Das Problem war, wir mussten dann irgendwie so ein 20-Meter-Kabel vom Rack zu dem Ping legen. Das Ganze war ziemlich schwer zu warten und fehleranfällig, weil irgendwann ging immer nicht und konnte halt im Prinzip nur ich dann debuggen. Wenn ich nicht habe, war es dann schlecht. Und dann habe ich mir gedacht, gut, man könnte ihn ja mal auf so ein ESP8266 mit einer Powerbank umbauen. Also wie ihr seht, der Button hat zwar ein USB-Ladekabel, aber funktioniert auch ohne. Also nur mit Powerbank. Die 8266 von Espressif Micro, Semiconductor, ich weiß es gar nicht genau. Die haben so in den letzten Jahren ziemlich die Welt von dem Internet of Things revolutioniert, weil sie halt sehr günstig sind. Und was sie halt tun, ist mit WLAN kommunizieren für ungefähr 2 Euro das Stück. Die sind relativ einfach anzusteuern. Also es gibt eine serielle Schnittstelle auf den Teilen. Die haben 2 GPIOs standardmäßig und kann man halt so für kleinere Sachen dann verwenden. Was ich auch jetzt bei dem Button gemacht habe. Die ESP-Chipsätze an sich können zwar mehr GPIOs, aber es gibt verschiedene Breakout-Boards. Das, was ihr hier seht, ist ein ESP01. Das sind die für 2 Euro Stück. Die gibt es auch in anderen Varianten mit mehr Pins. Aber für kleinere Projekte, wenn man es mal an Arduino hängen will, sind die eigentlich ziemlich super. Sind relativ stromsparend. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel oder wie wenig die brauchen. Das könnt ihr ja im Datenblatt nachlesen. Hier seht ihr die Pins, also es gibt halt RxTX, es gibt einen Reset-Pin, es gibt einen Power-Down-Pin und 2 GPIOs. Zum Bedienen, also zum Benutzen muss man eigentlich nur VCC, Ground, Reset und Power-Down bestücken mit jeweils Pull-Ups, Pull-Downs oder Pull-Ups, weiß ich gerade nicht. Ja, dann kann man schon die serielle Schnittstelle verwenden und GPIO aus. Und das Schöne ist, dass man das Ganze auch über serielle Schnittstelle programmieren kann. Das heißt, man braucht nicht irgendwie einen komischen Programmer, sondern ein serielles Interface reicht. Entsprechende Arduino-Software oder beziehungsweise, wie heißt das? Oh, habe ich vergessen, diese neue IDE, die auch so Arduino-mäßig ist. Bitte? Plattform.io. Ja, genau, Plattform.io. Und damit kann man das dann hochladen. Zum ESP8266 gibt es die sogenannten Sonoff. Das sind Relais, die irgendwie Chinesen zusammengetickert haben und die irgendwie $7 Stück kosten. Ich habe hier mal so eins mitgebracht, so als man sieht, wie groß oder wie klein so ein Teil ist. Ist halt auf der einen Seite 230 Volt rein, auf der anderen Seite ein Relais, 230 Volt raus und halt Wi-Fi. Ist halt ziemlich günstig dafür, dass man irgendwas übers Netz dann steuern kann. Die gibt es mittlerweile in unzähligen Ausführungen. Es gibt die als Zwischenstecker, wie ihr seht, für $13. Es gibt die in einer Zweifach-Variante. Eine Vierfach-Variante habe ich bei mir im Büro verbaut. Für Hutschnee kostet irgendwie, glaube ich, $11. Die gibt es mit Temperatursensor. Die gibt es als Lichtschalter mit Touch, wo du halt irgendwie dann mit kapazitiven Touch das einen ausschalten kannst. Und ja, sind halt extrem günstig dafür, was sie können. Ich weiß halt nicht, wie es aussieht bei dem Zwischenstecker mit dem Import nach Deutschland wegen dem CE-Zeichen, weil der Zoll in Deutschland da ziemlich genau drauf schaut. Wenn so ein Zwischenstecker, also so ein normales Sonoff ist für $7, dann meckern die normal nicht, weil du zum Inbetrieb nehmen sowieso Fachkenntnisse brauchst. Das ist halt kein End-Consumer-Gerät. Bei so einem Zwischenstecker weiß ich es nicht. Ich habe auch bisher in Deutschland keinen Händler gesehen, der die führt.
So, dann gibt es für die Sonoff-Teile, die auch ein ESP826 drin haben, die Tasmota-Firmware. Die macht so nette Dinge wie, du drückst viermal auf den Button, der da am Sonoff dran ist, und dann geht ein Access Point auf, womit du es konfigurieren kannst, ins eigene WLAN hängen kannst. Drückst du zweimal drauf, dann schaltet das Relais, drückst du einmal drauf, schaltet das Relais und schickt eine MQTT-Message. Ich glaube, sechsmal drücken war irgendwie Over-the-Air-Firmware-Update, also schon ziemlich abgefahrene Features. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, hey, man könnte ja einfach die Firmware auch nehmen für den Button, weil dann muss ich nichts machen, einfach Firmware drauf spielen, läuft. Ja, und das habe ich dann mal gemacht. Ich habe so eine Einzellen 18650 Powerbank genommen, habe die auseinandergenommen, noch einen 3-Volt-Regler rein, und das Schöne an diesem Grobhandtaster ist eben, dass da relativ viel Platz ist. Fabi hat irgendwie gesagt, ja, bestellen wir noch ein paar. Das Problem ist, dass die Grobhandtaster ziemlich teuer sind. Also, genau, die kosten. Das Problem ist aber, dass das Geld. Ja. Also, wenn man das halt so privat dann nachbauen möchte, ist halt erstmal 40 Euro für den Grobhandtaster. Plus noch den ganzen anderen Scheiß. Also, das sind bestimmt schon so, ja, 70, 80 Euro an Hardware, die da vor mir stehen. Die sind natürlich günstiger, klar. Aber das Schöne an dem ist halt, dass halt viel Platz ist. Ihr werdet es auch gleich nochmal an einem Bild sehen. Das hat alles eigentlich ganz gut reingepasst. Habe ich jetzt das Bild vergessen? Wenn es später noch kommt, zeige ich es euch nochmal. Was wollte ich noch sagen? Achso, ja genau. Ein Haken mit der Powerbank ist, dass ich habe hier unten einen kleinen Ausschalter rein, einen Ausschalter gemacht. Das Problem ist, dass die Powerbank, also ich zähle halt die, ich trenne halt die Zelle, dass die erstmal aus ist, weil sie denkt, da passiert ja nichts. Deswegen muss man das einmal ganz kurz an USB hängen, wenn man den Ping eingeschaltet hat. Dann leuchtet es hier rot. Und jetzt ist es aktiv. Jetzt kann ich da drauf drücken, das machen wir aber gleich. Weil ich erst noch will, was zu MQTT erzählen wollt. MQTT ist ein Protokoll, was im Prinzip, ach übrigens, kann jemand mal das Fenster aufmachen? Das war jetzt ein schlechtes Beispiel für einen Bus. Ich hoffte, dass jetzt jemand aufspringt, das Fenster aufmacht, weil ich habe jetzt quasi in den Raumbus reingeworfen, macht mir das Fenster auf. Kam keine Antwort. So ähnlich funktioniert MQTT auch. Also es gibt halt sogenannte Publisher, die eben irgendwas in ein Thema reinwerfen. Spannend. Trollt mich da gerade wer? Ja. Okay. Ja, es gibt halt Themen, wo halt Daten reinfließen, und es gibt Subscriber, die quasi auf die Themen hören. Hier gibt es ein Beispiel mit dem Temperatursensor, die das in das Thema Temperatur reinpushen. Und es gibt dann eben zwei Clients, die das dann rauslesen. Das Schöne ist, dass der Temperatursensor nicht die ganze Zeit connected sein muss, sondern es kann einfach sein, dass der dann irgendwann mal was schickt, und sobald die Subscriber das mitbekommen, reagieren sie dann darauf. Ich habe das zum Beispiel beim Partkeeper-Hosting verwendet. User kommt her und will eine Partkeeper-Instanz, weil er selber nicht aufsetzen kann. Dann gibt es einen Button auf der Webseite, ja, bau mir mal einen Partkeeper. Das Problem ist, dass das Instanzanlegen halt ungefähr eine Minute braucht, und dem User dann irgendwie eine Sanduhr anzuzeigen, ist halt auch doof. Mal abgesehen davon, dass halt das PHP-Skript dann blockieren würde in der Zeit. Also funktioniert es das so, dass das Frontend dann sagt, hier Thema Instanz erstellen, Benutzername so und so, Zugangsdaten so und so, leg mal an. Das heißt, der User kriegt sofort ein Feedback, dass die Instanz angelegt wird. Und sobald eben der Subscriber dann fertig ist mit dem Arbeiten, sagt er dann wieder auf demselben Bus, okay, ich bin fertig, kannst dem User eine Mail schicken. Das läuft halt alles asynchron. Das heißt, ich muss nicht irgendwie in einem PHP dann irgendwo warten, dass irgendwas passiert, sondern ich mache einfach weiter, und irgendwann passiert dann irgendwas. Genauso gibt es eben auch das Cache-Lernen beim Partkeeper-Hosting, weil wenn jetzt ein Benutzer den Hosting-Plan ändert, dann muss eben auf allen Instanzen der Cache geleert werden. Und dann schickt eben der Master eine Nachricht in die Queue und sagt, lösch mal den Cache für den User. Und die ganzen Frontend-Server, die ich habe, hören eben auf diesen einen Bus und sehen dann, ah, neue Nachricht, alles klar, arbeite ich ab. Und an einer gewissen Zeit wird die Nachricht dann rausgenommen. Es gibt beim MQTT verschiedene Betriebsmodi, die, da ich mit MQTT tatsächlich länger nichts gemacht habe als Entwickler,
Müsst ihr selber nochmal nachschauen, was für Modi es da gibt. Das gibt's irgendwie Subscription, das ist der Standard. Dann gibt es irgendwie so eine Art, dass eine Message reingeschoben wird und irgendeiner der Subscribers muss antworten, damit die dann acknowledged wird. Ja, jetzt sollte eigentlich das passieren, was eben passierte. Mit dem Button drücken. Möchte jemand? Ehrlich gesagt nicht. Bevor wir den Scheinimpfer wieder einbauen. Dann muss ich drücken. Sorry. Tja, dann halt nicht. Was? Dann, ja, die Rundumleuchte ging an. Ach so. Aber die klingeln nicht. Ja. Dinge passieren, die passieren halt. Ja, theoretisch. Okay. Das war übrigens gescriptet. Ich hatte nur vergessen, dass wenn der Button Strom bekommt, dass er anscheinend dann direkt eine MQT schickt. Deswegen kam vorhin das Ganze. Ah, sehr schön. Ja, die Leute, die jetzt schnell waren, haben natürlich jetzt schon den Mosquito-Client installiert auf dem Laptop und gucken sich jetzt an, was da passiert. Ich würde nur einmal schnell den nervigen Klingelton rausnehmen. Momentchen. Das erzähle ich übrigens gleich mit dem Node-RED. Ups. So, jetzt klingelt das nicht mehr. Also das funktioniert halt auf Debian-Maschinen, auf Ubuntu wahrscheinlich auch. Also Mosquito-Clients sind die offiziellen Clients für MQTT. Und wenn das jetzt jemand tut, ich kann es auch mal gleich mitmachen. Und ich jetzt diesen Button drücke, dann ist er jetzt aus. Drücke ich nochmal, ist er an. Also der MQT, also er schickt halt eben auf dieses Topic namens Stat Son of Power den jeweiligen State, den er hat. Da das halt für ein Son of gedacht ist, toggelt er halt zwischen On und Off. Was jetzt in diesem Topic drinsteht, ist frei definierbar. Also die meisten nehmen irgendwie einen JSON String oder halt irgendwelche Reihendaten, wie halte ich jetzt in dem Fall. Nächster Punkt, man kann natürlich auch selber Sachen hinschicken. Ich habe den Ping umgebaut, dass er über MQTT eben Nachrichten schicken kann. Das kann ich auch mal zeigen. Also wenn man jetzt auf diesen Ping schaut, auf das Display, was jetzt nicht in der Kamera zu sehen ist. Warum geht da nichts? Ah, jetzt ist es. Nee, das Problem ist, dass der Ping jedes Mal, wenn du Text anzeigst, den Hintergrund toggelt. Das heißt, du schickst die erste Nachricht, Display ist aus, zweite Nachricht, Display ist an. Also ist halt aus User-Sicht ziemlich einfach zu bedienen. Ups. Genau, jetzt kommen wir zum Node-RED. Das ist im Prinzip ein Automatisierungstool für MQTT. Wurde damals von IBM entwickelt. Und ich suche gerade mal ein richtiges Fenster. Da, genau. Ich fange mal an bei dem Ping-Button-Test. Das ist Topic von eben. Das heißt, der Button schreibt in Stats on of Power rein, welchen State er gerade hat. Den State könnte ich an der Stelle abfragen, mache ich aber nicht, weil ich will halt jedes Mal mitkriegen, wenn er gedrückt wurde. Dann macht er jetzt Folgendes. Der setzt einen Header für eine Datenbank, die Movie-Quotes zurückliefert. Schickt das Ganze als HTTP-Request an what auch immer. Holt sich aus diesem JSON, was zurückkommt, das Zitat und den Autor raus. Und schickt das Ganze an diesen Service Display Text. Und dann kommt es da oben auf dem Display raus. Was halt noch gleichzeitig passiert ist, dass er eben in den Service Rundumleuchte noch was schickt. Und damit war es das eigentlich für den Ablauf schon. Jetzt kommen wir mal zu dem, wo ist denn der Alarm hin? Hat den jemand gelöscht? Spannend.
Ja, gucken wir uns mal den Display-Text an. Also der hört halt wieder auf das, auf das Display-Text. Enkodiert das Ganze, weil das, der Ping über HTTP angesteuert wird. Schickt einen Post-Request an das Display mit dem Text als Payload. Da kommt eine ID zurück, ich glaube irgendein MD5. Und dann wird eben dem Display gesagt, zeig mir bitte die ID mit dem Text an. Also den Text mit der ID. Ja, und da ist der Alarm, genau. Funktioniert auch wieder so. Der hört auf das Thema Service Ping Rundleuchte. Baut die URL auf für die Hausautomatisierung, macht die Rundleuchte an, macht sie nach 2 Sekunden wieder aus. Und nach 20 Sekunden geht die nervige Klinge an. Damit kann man halt ziemlich schöne Sachen machen. Also irgendjemand hatte schon mal den Raumzeitstatus gekoppelt an die Steckdosen, was dann ein bisschen komplizierter aussieht. Also wenn der Raum aufgeht, dann soll der Infoscreen angehen, die Musik an, die Snackbar an und Twinkle an. Wenn der Raum zugeht, soll im Prinzip alles ausgehen. Das kann man alles schön mit diesem Node-RED automatisieren. Alles über die Nachrichten. Und das Schöne an MQT ist, man kann halt so viele Subscriber auf einem Topic haben, wie man möchte. Ja. Das war mal so eine Schnellkurzeinführung in MQTT, Ping und was dazu gehört. Kleine Frage am Rande. Ja? Manche der MQTT-Topics haben vorne einen Slash und viele nicht. Dem MQTT-Broker, also der Server, der läuft, dem ist es völlig egal, was du da reinschreibst. Das ist halt in dem Falle nur eine Konvention. Um das ein bisschen zu gruppieren. Sieh es als Text, nicht als Pfad. Man kann das konfigurieren, dass er alles ohne Slash am Anfang verwirrt. Okay. Ja, wusste ich noch nicht. Danke für die Info. Weiß ich auch nicht, wie es geht, aber das Entropia hat das getan. Frag uns doch nicht. Weil wir warten. Weitere Fragen? In der Konsole sozusagen die Aufgabe gemacht hast, wann dein Button gedrückt wird und wann nicht. Mhm. Das ist sehr, sehr schnell, irgendwie Verzögerung unter einer Sekunde. Ja. Aber bis die Rundumleuchte zum Beispiel angeht, dauert es ewig. Liegt das daran, dass der Node-RED so langsam ist? Nee, das liegt an der Hausautomatisierung. Ah, okay. Also du hast einen gewissen Delay, auch wenn du auf dem Tablet da drauf drückst, dann dauert es ein bisschen Zeit. Achso, bis unsere Funkstecknote. Ja. Und es kommt auch wahrscheinlich darauf an, über die Übertragungsqualität, weil das Protokoll über die Funksteckdosen ist ziemlich doof. Der schickt halt immer dasselbe Paket mehrfach, bis die Steckdose es irgendwann checkt, dass es das ist. Ah, okay. Das hatte ich. Die alle gegen Sonoff ersetzen würde? Sonoff ist unheimlich schnell. Das geht ruckzuck. Ja. Also normale Zwischenstecker, also die Sonoffs kann man verbauen für irgendwie was Festes, so Infoscreen und sowas, aber alles andere würde ich halt schon dann die Zwischenstecker verwenden. Selbst dafür nicht. Ja. Also es hat halt schon einen gewissen Charme direkt angelegt, trotzdem noch so einen Button. Ja. Deswegen fand ich die wir jetzt haben, ja eigentlich. Mhm. Ja gut, die Sonoffs haben auch einen Button, aber es ist halt ein ziemlich kleiner. Ja, die kleinen, die haben hier einen. Hab ich ein bisschen gelegt? Ach, da. Also die haben hier einen. Das schwarze Knubbel ist ein Button. Ah. Weil irgendwie musst du das in einen AP-Modus bekommen. Ja, aber damit kannst du auch an- und ausschalten. Ja. Also der Button ist komplett gleich belegt, egal welches Sonoff-Device du hast. Nur was davor halt auch eben sagte. Ja, bei den Teilen hast du das Problem, du musst halt auch mit der Erdung dann frickeln. Ja, muss den Schutz, also die Sonoffs. Dass du die anschließen kannst auf beiden Seiten. Nee. Doch. Die da. Mhm. Die nicht. Nein. Nicht von Sonoff. Aber in dem Gehäuse, der eine Nummer größer, gibt es die. Ich glaube, die 16er, oder wie die Dinger heißen, die haben einen Schutzseitanschluss. Ich guck mal. Ich den ja, die TH16 könnten sein. Brauchen wir doch nicht. Also die Vierfach für Hutschiene, die haben einen Schutzleiteranschluss. Die halt nicht. Ja, man muss halt mal gucken, ob man halt irgendwie diese Zwischenstecker einfach bestellen kann irgendwo. Der Sonoff POW hat es.
Der Son of Pau. Mhm. Pau. Ja. Ja, der kann auch Stromverbrauch messen. Was die halt nicht können. Ja. Gut, noch weitere Fragen. Grafana und Graphit sagen, ja, gleich. Ja, InfluxDB kann ich mich nicht aus. Aber das geht auch mit Graphite. Hauptsache geile Charts, hab schon verstanden. Ja. Ja. Ja, ich will mal gucken, dass ich auch ein paar mehr Dienste noch auf MQTT umbaue. Also der Ping ist jetzt schon, was schon mal ziemlich geil ist, und der Button auch. Und dann das MQTT ist aber, so wie du vorher gesagt hast, die UDP ist unidirektional. Das heißt, die Nodes melden nicht zurück, ich bin jetzt an oder ich bin aus. Dafür können die Nodes aber ein eigenes Topic aufmachen. Das machen die Sonoffs. Die empfangen auf der einen Seite über ein Topic, was sie machen sollen, und über ein anderes schicken sie raus, was sie getan haben. Also kannst halt, warte mal. Also Stat Sonoff Power ist der Status und CMND Sonoff Power ist dann das Kommando. Wobei Sonoff immer das Device dann angibt. Also in dem Fall ist das Sonoff und oben ist Sonoff 2, was den, was die nervige Bimmel anmacht. Ansonsten läuft es über Multipass, oder was? Also weil der Node weiß ja nicht von jedem Node die IP. Nee, es gibt einen zentralen Server. Das ist in dem Fall infra.rcdl. Also der sogenannte Broker. Sich ja, eigentlich auch dann auf ja, genau. Also das habe ich halt mit dem Moskitos abgemacht. In dem Moment sage ich, hallo lieber Broker auf InfraRZL, ich würde gern Stat Son of Power auslesen. Ja. Und dann kriege ich halt alles mit, was da passiert. Also es läuft auch im Moment ohne Authentifizierung. Ob das so auf Dauer gewollt ist, weiß ich nicht, aber so zum Rumspielen eigentlich ganz praktisch. Ich meine, es wird ja niemals jemand Umfug mit MQTT im RZL machen. Nee. Niemand. Kann man nicht diese Amazon Dash-Button so mehr? Da gab es doch einen Vorgang auf dem Kongress, wo jemand die irgendwie zumindest Filmbilder da rausgelutscht hat. Ja. Na, ich sehe schon, der Ping da oben wird schön bespielt. Bonuspunkte gibt es für den, der die Grafikfunktion entdeckt. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie sie funktioniert, weil das hat Mike damals geschrieben. Ich habe das auch nur durch Codelesen rausgefunden, dass man da jetzt mittlerweile über HTTP Texte auf den Ping schieben kann. Ja. Bestell halt mal eins und gucken, ob es ankommt oder ob man zum Zoll wackeln müssen. Na, dann bestell gleich 20. Der Raum hat doch Geld. Und ich meine, für 10 Dollar, 20 Stück, 200 Dollar sind. Wie viel sind es bei dem Wechselkurs? 20 Euro mittlerweile? Nee. Also die neuen Regelungen sind, naja, unter 150 muss man, glaube ich, sein. Ja. Also 20 Euro oder so, 25 Euro, das ist die Staatsgrenze, dann muss man einfach Umsatzsteuer abholen. Je nachdem, was du hast. Ja, die wollen ja auch mal die Tick. Wieso? Keine Ahnung. Naja.
Ja. Ja, Tabasco Eye hat sich noch einen Vortrag gewünscht über Grafana, irgendwie geile Dashboards angucken. So ein Webdienst, der schon dreimal den Namen gewechselt hat. Ja, Cosm, Xivili und wie heißt es jetzt? Ich glaube, es heißt Xivili, aber sie haben irgendwie jetzt die API dicht gemacht. Ja. Es geht irgendwie nur noch die Hilfe und es ist überhaupt alles total der Schmerz. Und der Endpunkt von uns, wo man diese Werte, die da stehen, ändern konnte, den gibt es auch nicht mehr. Und das ist alles ganz schön. Ja. Gut, also ich. Es müsste meiner Meinung nach muss der Infoscreen nicht unbedingt als Frontend auf Grafana umgestellt werden, aber so ein historisches Backend, also ja. Ein Backend bis historische, bräuchte man schon. Ja, also früher gab es halt die RRDB, diese Round-Robin-Datenbank, die man auch immer schön bei den DE6-Charts sieht, wo sie dann ihren Traffic aufzeigen. Die sind ja auch fast alle auf Grafana umgestellt. Möglich, weiß ich gerade nicht. Ich habe irgendwie damals, als ich den Solarrouter gebaut habe, mich mal schlau gemacht, was da für so Tools gibt und bin dann über Graphite gestoßen, was im Prinzip ein Frontend ist für Carbon. Carbon ist halt eine Round-Robin-Datenbank, wo man relativ einfach Daten reinschieben kann und relativ komfortabel wieder rauskriegt. Also ihr seht hier so eine Config von so einem Storage-Schema und ich sage hier, das ist glaube ich der Default, hebe es in Intervallen von einer Minute für 5 Jahre auf. Der Kommentar hier oben stimmt nicht. Das heißt, ich habe für 5 Jahre eine Auflösung von 60 Sekunden. Die Daten bekomme ich da rein, indem ich... Moment, ich habe es da irgendwo vorhin gehabt. Das ist super trivial. Also man nimmt sich quasi irgendeinen String, Echo in dem Fall... Der Pre-Approved-Count, das ist der Wert, das ist der Datum und macht das Ganze Netcat auf den Serverport von Carbon. Dann ist es drin. Also braucht er nicht irgendwie lustige APIs aufrufen, sondern einfach Netcat und gut ist. Das landet dann da drin. Das ist, wie gesagt, das Frontend für Graphite. Und jetzt muss ich gerade mal hier die Date Range setzen. Ist das zufällig das gleiche Framework wie Parkkeeper? Das ist das gleiche, die gleiche GUI, ja. Ah. Und der plottet dann eben die Daten in der Round-Robin-Datenbank sind hier raus. Und Grafana macht halt im Prinzip nichts anderes, als auf diese Daten zuzugreifen. Das Schöne an Grafana ist, dass man diese Datenquellen hier relativ einfach konfigurieren kann. Also hier gibt es irgendwie alles mögliche an Datenquellen. Ich habe halt Graphite in dem Falle. Mit den anderen habe ich nie gearbeitet. Das müsst ihr selber rausfinden. Dashboards. So, dann kann ich hier in diesem Panel einfach sagen, wenn ich es finden würde. Panel Data Source Graphite. Und der macht gleich eine Autocompletion auf die Anzahl, auf die Datenpunkte, die er hat. Der kann halt auch irgendwie irgendwelche mathematischen Funktionen, weiß der Geier. Ich kenne mich mit mathematischen Funktionen so gar nicht aus. Also ich weiß noch irgendwie, was Min, Max, Average ist, aber der Rest ist dann so beyond me. Und das Schöne an dem ganzen Teil ist, dass es halt auch mehr auf einem anzeigen kann. Also Metriken übereinander legen. Macht zwar jetzt überhaupt keinen Sinn, aber... Was Großes? Nee, ich meine von Dashboard her. Ja, aber ich möchte nicht, dass ihr alle meine Business-Data dann auf einem Dashboard seht. Das hier? Ist so kam? Nee, oben ist nur das Plugin. Ah. Ganz unten ist Übersicht, das ist schön. Ja.
halt da ziemlich viel konfigurieren und muss halt nichts an der Datenquelle ändern. Oh, was nimmst du da als Backend auch, Graphite? Nein, jetzt mit der Menge an Daten drinnen nur noch auf dem SSD. So bei 18.000 bis 30.000 Metriken. Ja. Jetzt sind wir klebt dabei. Nicht mehr. Ja, bald mal jetzt so ein kurz Crashkurs, wie sowas aussieht. Wenn da jemand Interesse hat, wir können da auch gerne irgendwie zusammen da mal dran arbeiten. Aber ich fand es eigentlich relativ straightforward. Apt-get install Graphite, Username, Passwort, aufs Webfrontend drauf, die ersten Sachen zusammenklicken und dann ab dafür. Das Einzige, was tatsächlich ein bisschen Recherche gebraucht hat, war diese Netcat-Geschichte. Also sprich, wie kriege ich Daten da im Endeffekt rein? Gut, noch Fragen? Keine. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Baut mehr geilen Scheiß. Und die Tröte mache ich jetzt wieder aus. Komplett aus.